Hallo Leute, ich habe heute wieder ein Video, das ich schon öfter gemacht habe und bei euch kam es immer super an, deswegen habe ich gedacht, okay. Denn Brigitte hat mich gefragt, ob ich nochmal die Brigitte-Box vorstellen möchte und da habe ich natürlich gesagt, gerne. Ich freue mich immer, wenn ich so Anfragen kriege, weil das wie so Weihnachten, Geburtstag ist, einfach so ein Päckchen auspacken und dann ist eine Überraschung quasi drin. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, für den Lärm im Hintergrund. Ich hoffe, man hört es einfach nicht so arg. Meine Nachbarn hören einfach ultra laut so türkisch-orientalische Musik. Und mein ganzes Zimmer hier hört mit. Und ich hoffe einfach, dass das Mikro meine Stimme aufnimmt und nicht so krass die Musik jetzt. Vielleicht kriege ich es auch noch ein bisschen raus. Mal gucken. Ja, auf jeden Fall stelle ich euch heute die neue Brigitte-Box vor. Alle Infos dazu und auch mein letztes Video von der Brigitte-Box findet ihr hier unten in der Infobox. Und ich würde sagen, wir packen jetzt einfach mal zusammen aus. Ich bin schon gespannt, was drin ist. Ich habe nicht reingeguckt. Oh, und da lächelt mich schon was zu essen an. Das ist schon mal sehr gut. Es ist auch wieder so eine Karte drin, wo alles draufsteht, was drin ist. Und zuallererst sind hier zwei Sachen von, ich denke mal, das heißt Pack. Einmal Apfel, Ananas, Erdbeere, knuspriger Fruchtmix und Apfel, Ananas, Physalis. Auch wieder ein knuspriger Fruchtmix. Kenne ich nicht, kenne ich die Marke auch nicht, aber finde ich ganz cool. Das ist so kleine Packungen, super für in die Handtasche mal zum Mitnehmen oder so. Und ich denke, ich nehme die morgen mal auf die Arbeit mit zum Snacken. Die beiden Packungen, die zählen hier quasi als ein Produkt. Und da hätte eines 95 Cent gekostet. Dann ist hier noch ein Serum drin. Age Protect Serum Repair mit Avocado Hyaluron von Fair Organic Vegan. Also vegan, ist schon mal gut. Gesichtscreme quasi. Finde ich cool. Probiere ich gerne aus. Ich bin da immer voll offen für so neue Produkte. Und das hier hätte 21,90 Euro gekostet. Das ist jetzt zum Beispiel wieder ein Produkt, das hätte ich mir eigentlich nicht selber gekauft, weil es einfach relativ teuer ist. Aber ich finde es immer cool, dass man dann eben genau diese Sachen hier testen kann. Und deswegen freue ich mich dann drauf. Dann ist hier noch eine Mascara drin, und zwar von Max Factor, die Voluptuous False Lash Effect Mascara. Die sieht so aus. Und da freue ich mich einfach so krass mega gerade drüber, weil meine Mascara ist fast leer. Und ich hätte mir eh eine neue kaufen müssen. Und diese hier hätte 12,99 Euro gekostet. Und wahrscheinlich hätte ich mir wieder die Glamour Doll Mascara von Catrice oder so geholt. Aber vielleicht ist die ja auch gut. Und die hätte ich mir jetzt wahrscheinlich für den Preis erstmal nicht gekauft. Aber wenn ich die geil finde, kaufe ich mir die vielleicht auch nach. Also ich gebe dann lieber auch ein bisschen mehr aus, wenn ich was super gut finde. Aber die habe ich noch nicht getestet. Ich glaube, ich habe generell noch keine Mascara von Max Factor getestet. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich die hier jetzt mal ausprobieren kann. Und ich werde euch berichten. Oh, dann ist hier noch was Großes drin. Teekampagne Grüner Darjeeling-Tee. Und das ist echt eine große Packung. Da sind 250 Gramm drin. Wow. Okay, das hätte 6,75 Euro gekostet. Und ich muss da jetzt mal kurz dran riechen. Geht nicht anders. So, Moment, geh auf. Vielleicht einmal lange Nägel. Und schon kriege ich nichts mehr auf. Ich will doch nur dran riechen. Geh auf. Oh, das riecht gut. Ist übrigens aus biologischem Anbau. Ich trinke gerne Tee. Und den werde ich mal austesten. Also ich mag grünen Tee sehr gern. Ich kann gerade Darjeeling nicht ganz zuordnen. Ich glaube, das ist schwarzer Tee. Aber ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Egal. Ich werde ihn austesten. Und ich glaube, man wird schnell schmecken, ob das wirklich grüner Tee ist oder ob das schwarzer Tee ist. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr es mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Als nächstes habe ich hier eine Aloe Vera Körpercreme von Stings Naturkosmetik. Da muss ich jetzt auch mal dran riechen. Gerade bei Creme, finde ich, macht das immer voll viel aus. Aber Aloe Vera ist schon mal super für die Haut. Spendet ganz viel Feuchtigkeit. Ja, riecht auch sehr angenehm. Und das hätte eigentlich 4,90 Euro gekostet für 50 Milliliter. Dann ist hier eine Zahnpasta drin, worüber ich mich gerade auch sehr freue. Ich hatte die schon mal und fand die eigentlich echt gut und ich habe meine Zahnpasta gerade wieder fast leer gemacht. Deswegen hätte ich mir jetzt wahrscheinlich die Woche auch eine neue kaufen müssen. Und jetzt muss ich mir keine neue kaufen. Also hier Mascara und Zahnpasta freue ich mich gerade einfach mega, weil mir das gerade einfach wieder Arbeit abnimmt.
Und das hier ist die Pro Schmelz Multi-Action Whitening Creme von Sensodyne. Und Sensodyne, ich weiß nicht, manche von euch kennen das vielleicht, ist besonders gut für den Zahnschmelz und es soll eben den Zahnschmelzabbau verhindern. Also Zahnschmelz wieder draufputzen ist eigentlich kaum möglich, aber eben den Abbau verhindern, das ist möglich und das macht eben Sensodyne. Und die Zahnpasta hätte 4,99 € gekostet. Oh, das klingt gut. Von Pantene Provi ein In-Dusch, eine Schaumpflegespülung für Volumen pur, also für feines und plattes Haar. Ich habe zwar recht viele Haare, aber ich habe feine und dünne Haare. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ich gucke gerade mal auf die Inhaltsstoffe. Bin ja bei Haarsachen immer ein bisschen schwierig, weil ich keine Silikone benutze und so. Aber auf den ersten Blick sind jetzt keine Silikone drin. Ich kann es euch nicht hundertprozentig sagen, aber auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, dass keine Silikone enthalten sind. Aber falls es euch interessiert, könnt ihr natürlich auch gerne nochmal in Google schauen. Und das finde ich auf jeden Fall cool. Also wenn da wirklich keine Silikone drin sind, dann freue ich mich darüber gerade mega. Das hätte 180 ml, hätten da 3,95 € gekostet. Dann ist hier noch ein Haarprodukt drin und zwar von Head & Shoulders Sanfte Pflege mit Lavendelduft. Ich muss sagen, ich hatte noch nie ein Shampoo von Head & Shoulders. Okay, keine Ahnung, das Design hat mich einfach nie so wirklich angesprochen. Auf jeden Fall habe ich mir noch nie eins von Head & Shoulders gekauft. Also riechen tut es mega gut. Irgendwie total fruchtig, obwohl es Lavendelduft haben soll. Gerade aber den Geruch finde ich immer mega geil. Und ja, ich schaue gerade mal nach Silikonen. Nein! Es sind leider Silikone drin. Das heißt, ich werde es meiner Mama oder meinem Bruder oder wem auch immer weiterschenken. Aber es riecht echt mega gut. Eigentlich würde ich es voll gerne benutzen, aber ich muss hier strikt bleiben. Entweder Silikone oder gar keine Silikone und ich benutze halt keine Silikone. Und deswegen werde ich das verschenken. Aber es riecht trotzdem mega geil. Also riecht mal dran, wenn ihr im DM oder so seid. Mit Lavendelduft hier. Es ist Nagellack drin. Für Nagellack bin ich immer zu haben. Jetzt gerade, wo ich es mal hingekriegt habe, meine Nägel wirklich schön lang zu lassen. Und die sind richtig hart geworden. Und jetzt kann ich auch Nagellack drauf machen und es sieht echt schön aus und es hält ewig, wenn man es richtig macht. Falls euch das übrigens mal interessiert, kann ich dazu gerne eine Art Tutorial machen und schreibt mir das mal in die Kommentare. Auf jeden Fall sind das hier zwei Nagellacke von Catrice und zwar einmal von den Ultimate Nagellacken, die 38 Vino Tinto und es ist ein voll schönes, richtig dunkles Weinrot und es gefällt mir voll gut. Ich glaube, das mache ich mir sogar morgen drauf. Ich muss die eh mal wieder neu machen. Und das andere ist ein Quick Dry and High Shine Top Coat. Das ist auch cool. Ich habe so einen Top Coat von Essie und von Sally Hansen und ich finde die beide sehr, sehr gut. Ich habe es jetzt noch nicht von einer günstigeren Marke ausprobiert, aber wenn der damit mithalten kann, dann werde ich mir definitiv wieder diesen hier holen, weil der von Essie und Sally Hansen, die sind im Vergleich schon echt teuer. Also der hier kostet jetzt 2,79 €, wo man echt nichts sagen kann. Und der rote kostet auch 2,79 €. Okay, die kosten gleich viel. Also ich glaube, die werde ich mir demnächst drauf machen. Und wenn ihr den dann sehen wollt, dann schaut mal auf Snapchat vorbei. Da poste ich dann immer Bilder, wenn ich meine Nägel neu gemacht habe und so. da heiße ich übrigens auch Lenas Lifestyle. Steht aber auch alles hier unten in der Infobox. Dann ist hier noch ein Produkt von Rituals drin. Finde ich schon mal cool, weil die Marke an sich mag ich. Ich muss nur gerade mal gucken, was es überhaupt ist. Ein Purifying Body Scrub. Also es ist ein Peeling für den Körper. Daran muss ich auch immer riechen. Ist immer so, bei Pflegeprodukten muss ich immer riechen. Boah, das riecht nach Minze oder Menthol oder sowas. Okay, es soll auch refreshing sein. Mit Rasullehm. Okay, also es soll abgestorbene Hautzellen entfernen. Es soll wie eine Massage wirken. Ja, okay. Ah, und man kann es auch als Körpermaske benutzen. Okay, das heißt, man macht sich das drauf und lässt es 5 Minuten einwirken und spült es dann ab. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, so in Form von einem Peeling. Finde ich aber cool. Und das werde ich auf jeden Fall mal austesten. Und zwar nennt sich das Hammam Body Matt. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, es ist in einer Schrift, die ich nicht lesen kann. Da sind jetzt 150 ml drin und das hätte 10 € gekostet. Ich freue mich schon auf die nächste Dusche mit den ganzen neuen Sachen. Jetzt ist hier noch ein Stift drin von Max Factor. Kostet 6,99 € und es ist ein Kajal mit so zwei unterschiedlichen Farben. Und den werde ich jetzt mal aufmachen und euch swatchen.
Also der ist mega gut pigmentiert, besonders die dunkle Farbe, aber auch die helle Farbe ist sehr schön. Mit der hellen Farbe kann man das Auge schön vergrößern. Den werde ich jetzt in meine Schminksammlung legen und vielleicht mache ich sogar morgen mein Make-up damit. Ich freue mich immer voll, wenn Schminksachen drin sind. Was natürlich in der Brigitte-Box nicht fehlen darf, ist die Brigitte. Das hier ist jetzt die vom Monat Mai. Das heißt jetzt perfekt passend und ich habe mir die das letzte Mal durchgelesen, die Brigitte, also die von der letzten Brigitte-Box, wo ich auch ein Video drüber gemacht habe. Und ich fand die eigentlich ganz cool, weil da steht einfach nicht nur auf ein Thema spezifisch irgendwie was drin, nicht nur High Fashion oder so, sondern da steht halt zu allem so ein bisschen was drin. Das finde ich auf jeden Fall cool. Und was hier auch noch drin sind, sind wieder so ein paar Gutscheine. Also hier, ne? Viel. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist auch noch ein offizielles Produkt und zwar eine Fatburn und Body Shape CD. Das ist mega, mega geil. Die würde eigentlich 17,99 Euro kosten. Okay. Ich habe nur das eine Problem, dass ich nämlich nichts habe, wo ich eine CD abspielen kann. Das heißt, ich muss wieder warten, bis ich zu Hause bin und mir das angucken kann. Aber das sowas war in der letzten Brigitte-Box auch schon drin mit so Hair-Tutorials und so. Also das finde ich echt mega cool, dass die sowas immer reinmachen. Weil das machen einfach die ganzen anderen Boxen, die ich bis jetzt getestet habe, eben nicht. Und das ist sowas, was die Box auch, finde ich, besonders macht. Also das sind auch wirklich Tipps, die einem weiterhelfen. Aber alles in allem fand ich die Box wieder sehr, sehr cool. Ihr wisst, ich sag euch am Schluss immer meine Lieblingsprodukte der Box und die Sachen, die ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte. Und in dieser Box sind meine Lieblingsprodukte die Zahnpasta und die Mascara, weil ich die einfach sowieso gebraucht hätte und ich mir somit das Geld dafür gespart hätte. Und aber auch die zwei Catrice Nagellacke, weil ich die einfach, den finde ich mega schön und den will ich unbedingt mal austesten, ob der wirklich mit den teuren Marken mithalten kann. Und das sind so die Sachen, die ich richtig gut fand und was ich eben nicht unbedingt in der Box gebraucht hätte, wäre dieses Head & Shoulders. Ja, es riecht mega geil, aber ich benutze es für meine Haare einfach nicht. Also es ist für mich persönlich einfach, hätte ich es nicht gebraucht. Das war's. Ich werde euch in der Infobox alles zur Box verlinken. Hiermit verabschiede ich mich jetzt von euch und dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Tschüss!